Weltmeister Jérôme Boateng, herzlichen Glückwunsch, ein Wahnsinnstitel. Schon irgendwie verarbeitet? Na, es ist unglaublich, wirklich das Gefühl. Es ist einfach Freude pur, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich bin überglücklich heute. Ich glaube, ganz Deutschland ist stolz auf uns und ja, wir freuen uns, dass wir Deutschland den Titel mit nach Hause bringen können. So, was Sie denn geleistet haben, von Ihren Sprints an Zweikämpfen, war das so der Ausdruck dessen, was man sich heute vorgenommen hat? Ja, klar, jeder wollte an die Grenzen gehen. Wir haben gesagt, wir müssen heute nochmal eine Schippe rauf tun, weil es wird nicht so wie gegen Brasilien. Argentinien hat sehr gut verteidigt, hat man heute gesehen. Wir sind wieder in die Verlängerung. Aber die sind müde geworden. Klar sind wir auch ein bisschen müde geworden, aber wir hatten mehr Luft und ich habe immer dran geglaubt. Und ja, Mario macht das Tor überragend und jetzt ist einfach feiern, bis es nicht mehr geht. Sie standen weit hinten bei dem Treffer. Wie haben Sie das wahrgenommen, als der Ball von Schürrle kam? Ja, ich habe gesehen, dass Schü den Ball mit links gespielt hat. Ist ja nicht so sein starker Fuß, aber hat er super gemacht. Und Mario hat ja Top-Aktion und ja, Weltklasse gemacht. Heute darf er noch auf Ihren Schultern tanzen? Er darf heute, hier darf jeder auf meinen Schultern tanzen. Viel Spaß bei Feierlichkeit. Danke.